Ja, danke vielmals, Marc. Geschätzte Damen und Herren, hartnäckig und kompetent. Es ist bereits ausgeführt worden, wir haben drei Kernthemen, die wir 2008 schon als unsere Wahlkernthemen definiert haben. Und wir sind dabei geblieben. Warum haben wir das gemacht? Wir sind nach wie vor der klaren Überzeugung, dass die drei Themen uns in Zukunft werden müssen und werden beschäftigen. Und dass gerade in einer Situation, wie wir es jetzt stand, wo vieles unsicher ist, eben eine verlässliche, eine konstante Politik eine ausschlaggebende Bedeutung wird haben. Was sind unsere liberalen Werte? Das sind auch immer noch die gleichen. Und zwar Eigenverantwortung und Freiheit. Die zwei Begriffe sind absolut untrennbar verbunden. Das hat man leider müssen auch wieder feststellen bei diesen Boni-Exzessen, bei der abnehmenden Engagiertheit von Unternehmern in der Politik und nicht zuletzt auch bei der mehr und mehr Personifizierung von der Politik weg von den Sachthemen. Die FDP steht für Liberalismus. Sie ist in unserer, nach unserer Ansicht ganz klar das einzige liberale Original in der Parteienlandschaft vom Kanton St. Gallen und wird die Werte, Freiheit und Eigenverantwortung auch in Zukunft bei jedem Geschäft im Kantonsrat hartnäckig und auch kompetent vertreten. Kernaufgaben sind klar, es sind gesunde Finanzen, es sind darum auch sichere Arbeitsplätze, es ist eine nachhaltige Energiepolitik und es ist eine kompromisslose Sicherheitspolitik. Wir sind überzeugt, ohne das liberale Original FDP wird die Schweiz und auch der Kanton St. Gallen keine Zukunft haben. Wir haben bewiesen, dass wir daran arbeiten können und eine Basis, eine Grundlage schaffen in der Vergangenheit. Und das wird auch in Zukunft so sein. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.